Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meinem Pastel Beach Home. Hier bauen wir Die Sims 4. Ich bin Daniel von SimFans.de. Letztes Mal hier haben wir den Außenbereich hier so ein bisschen angefangen zu gestalten und natürlich die Küche einzurichten. Und vielen war das ein bisschen zu viel rosa. Wir gucken mal, so ein paar Vorschläge waren auch wieder mit dabei. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das können wir gerne machen. Ich dachte jetzt, ihr wollt das so auch haben ein bisschen. Wir können da gern so ein bisschen ins Gelb reingehen. Vielleicht machen wir das auch in den anderen Zimmern. Dann können wir das hier so blau-rosa lassen. So viel rosa ist da jetzt auch nicht wirklich drin. Aber dann machen wir die Zimmer da vielleicht, ne, so gelb statt rosa. Dann ist das auch nicht so einheitlich, ne, eintönig. Und wir haben da noch so ein paar verschiedene Farben auch mit drin. Da wird es bestimmt wieder spannend sein. Hier möchte ich aber weitermachen. Ich finde die Couch auch so toll. Ein paar haben auch geschrieben, mach die gelb. Finde ich zu grell. Ne? Ich möchte hier so leichte Pastelltöne irgendwie haben. Und das passt auch hier so gut mit diesen türkisen Blau-Kissen hier zu diesem, ne, zu hier, zu diesem Deko-Krams hier, zu den Kerzen. Und ich möchte jetzt noch hier was anderes ausprobieren. Erstmal, wir haben ja die neuen Dächer bekommen mit dem Update. Und da kann man, glaube ich, so ein tolles Erkerfenster mal ausprobieren. Ja, das müsste doch so gehen, oder? Es müsste doch hier so hinhauen. Vielleicht können wir das auch irgendwie, ich weiß nicht, wie sieht denn das aus hier? Wir können ja hier das Dach eventuell ein bisschen verkürzen oder verlängern oder wie, was könnte man denn da machen? Müssen wir mal gucken, wie wir das hier irgendwie noch ein bisschen, also ganz passt das da jetzt auch nicht dazu, ne? Habe ich so das Gefühl hier, eieiei. Nee, das passt ja gar nicht hier. Ich möchte da echt irgendwie so ein Erker-Dingens da machen. Das finde ich jetzt mal hier ganz spannend, weil... Ja, wenn man eine andere Farbe macht, passt das gleich viel besser. Und auch hier würde ich die anderen Dachleisten eventuell nehmen. Ich fahre ja voll auf die hier ab. Sind das die gewesen? Genau. Ne, die sind so ein bisschen schmaler und sehen irgendwie echter aus, finde ich einfach. Ne, die sind nicht so glatt, gerade. Gut, da oben vielleicht nicht. Da passt eher das Bündige dann, ne? Und aber da auf diesem Dach, dann machen wir das dann auch mit denen hier. Die sind so ein bisschen breiter. Ist ja hier viel mit Balken und so auch, ne? Und dann passt es doch ganz gut hier oben noch. Finde ich ganz schön. Dann können wir das hier nämlich auch machen hier, ja. Dann sieht das besser aus. Natürlich brauchen wir jetzt hier auch schon die Wand. Das wird hier doch mal spannend, ob das hier rein passt. Hier, da gibt es nämlich so ein schönes Erker-Wand-Fenster-Sofa-Couch-Dings. Ja, da gucken wir einfach mal, oder? Wir machen das jetzt mal. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus von außen, oder? Das hat schon was. Vielleicht können wir da noch mehr machen, auch mit denen hier vorne eventuell. Da gucken wir mal, da gucken wir mal danach. Da kann man einiges, glaube ich, noch draus machen. Natürlich muss dann hier die Wand weg. Das reißen wir ab, das Dingens hier. Die Fenster schweben in der Luft. Und da kann man jetzt die Tapete nochmal hinmachen. Ich glaube, das passt da rein. Das war, glaube ich, ein Kästchen und dann so rechts und links. Oder waren die größer? Wir gucken mal, Komfort, Zweier-Couchies hier, wo haben wir dich? Da unten, da ist es doch. Guck mal an, wie schön ist das denn, oder? Das passt auch voll gut hier mit dem Holz da rein, in dieses Haus. Und da haben wir da auch schöne... Oh. Ei, ah. Ah, das Blau hier wieder aufgreifen wäre natürlich auch total toll. Da gibt es schon schöne Farben hier. Eieiei, da kann man sich wieder nicht entscheiden. Das hier passt am besten, ne? Das ist auch so dieses Rosa. Wir haben ein bisschen das Grau dabei, das andere wäre natürlich auch heiß, aber das finde ich wieder fast schon wieder zu grell. Wobei sowas natürlich auch richtig reinhaut. Also das sind richtig schöne Sachen dabei, wirklich Leute, hier Hunde und Katzen, Erweiterungspaket. Ich fand das jetzt hier am passendsten. Wir haben da auch noch eine andere Variante davon, wir haben noch so eine Außensteinwand-Variante und hier sowas. Das wäre natürlich auch cool. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da... Ja, weil das passt ja von der Höhe her da hinten ganz gut rein. Ob wir da auch was Passendes finden, das ist so ein bisschen rustikaler. Oh, das ist auch lieblich hier, ne? Das hat auch was, das muss man auch schon sagen. Aber da passt mir das mit dem Gelbholz hier nicht. Schade, dass man das nicht anpassen kann. Und das ist natürlich hier schön blau, ne? Das passt hier wieder zu dem rechts und links zu der Wand. Also das Blau hier aufgreifen müssen wir auch. Ich finde das Schlichtere, ne? So sehr rustikal soll es ja doch nicht werden. Und ich möchte mir aber jetzt auch mal hier angucken, wir haben einen neuen Holzboden bekommen, weil der ist richtig schön, ne? Das ist auch wieder so ein bisschen so ein, ja, der ist ein bisschen älter, sage ich mal, ne? So ein richtig schöner, gestrichener Holzboden. Das ist wirklich, wirklich toll. Der ist auch richtig schön. Ich fahre ja voll auf die neuen Böden ab, muss ich euch echt sagen. Das ist so, so cool. Ich finde die echt Hammer. Ich finde die richtig, richtig Hammer. Auch den hier, ne? Das ist so, so genius. Können wir eventuell sogar ein bisschen in das Bläuliche reingehen. Ich habe auch immer so ein bisschen Strandhaus-Feeling, ne? Das ist ein Beach. Das ist einfach ein cooler Boden, ne? Das ist so ein bisschen Vintage-Style. Oh, das ist geil.
Ah, das ist auch schön. So ein bisschen was Dunkleres. Wobei das ist, glaube ich, zu dunkel wieder, ne? Ah, das ist auch total schön. Die sind alle total schön. Ui, und das Beige hier passt da auch richtig schön warm, wird es dann hier gleich. Wird es einem gleich warm ums Herz. Krass, ne? Ah, das sind schon schöne Böden. Ich finde die total toll. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich finde die Hammer. Wenn ihr was dazu sagen wollt, dann schreibt das. Ich mache jetzt mal den hellen. Der ist so pastellmäßig, ne? So ganz leicht. Hier, das finde ich gut. Und ne, geht auch so leicht ins bläuliche, gräuliche so rein. Passt dann wieder zu den Fenstern so ein bisschen. Ja, und dann Oberflächen hier. Daniel baut hier heute wieder rosa. Eieiei. Da passen natürlich auch diese Tische hier ganz toll dazu. Oder eben diese rustikalen. Da gucken wir auch nochmal, was wir da für schöne Farben haben. Die sind schon sehr... Oh, da passt natürlich auch das. Ich wollte eigentlich wirklich, ich wollte nicht so viel Rosa da reinhauen, ehrlich mal. Aber vielleicht im Wohnzimmer und sonst dann nicht mehr. Ist das denn gedebigt? Ja, ich glaube, viele haben auch geschrieben, eher so das Teen-Girl-Zimmer. Ne? Das soll ich nicht so... Dann wird es auch hier gut aussehen. Sollen wir die drehen? Also die haben rechts und links haben die jeweils so Schubladen und auf den anderen gegenüberliegenden Seiten haben die... Ja... entsprechend. Also ich fände das jetzt hier so ganz toll, ne? wenn das so seitlich ist, oder? Dass das so ist. Dann kann man hier, wenn man hier sitzt, das Kramszeug rausholen. Oder ist besser? Yay, und du kommst oben drauf in die Mitte hier. Eieiei. Was für ein schönes Wohnzimmer. Wenn wir da jetzt noch einen tollen Teppich finden, ich glaube, der ist ein bisschen zu krass. Das Esszimmer gefällt mir auch noch gar nicht, aber auch selbst da haben wir ja richtig tolle neue Sachen bekommen. Und wir können jetzt sogar große Teppiche verkleinern seit dem Update mit dem Verkleinerungs-Cheat. Habt ihr bestimmt mitbekommen, wenn ihr hier den Channel verfolgt oder auf unserer Facebook-Seite. Da gibt es doch hier, guck mal das an. Das ist doch herzallerliebst hier, oder ist das herzallerliebst? Gibt's so, ist auch so ein bisschen Retro-Touch, ne? Da kann ich mich jetzt wieder nicht entscheiden, Leute. Das ist auch so pastellmäßig, ne? Das ist so farbverläufsmäßig und so ein bisschen hell. Und oh, der ist echt cool. Wieso gibt es denn nur in dieser Farbe gibt's den? Gibt es nur in zwei Varianten diesen Teppich. Wobei das hier auch richtig was hat, weil das ist ja eigentlich so eine Mischung aus so einem Blauton und so einem Pink, ne? Also das ist auch schon, wobei das sehr ins Lila wieder reinwächst. Und gut, so ein bisschen Lila haben wir da auch wieder, aber das ist... Ach, eieiei. Ah, das ist natürlich schon hart, ne? Das ist schon geil irgendwie. Irgendwie, irgendwo. Ah, das ist schon wieder kitschig, ne? Fast. Also, es soll ein bisschen kitschig sein. Ah, das ist echt schwierig, weil der passt auch so gut. Auch mit dem hellen dazwischen, ne? Das passt zu diesem Holz da oben und alles. Ah, ist das gemein. Aber das ist so richtig sandmäßig. So Wellengang oder Sand verbinde ich damit. Ist ja eh Hammer mit dem Licht, ne? Was will man dazu jetzt noch sagen? Also wirklich schön hier. Wir haben noch schöne neue Schränkchen auch. Lass mir mal alle anzeigen aus dem Hunde- und Katzen-Erweiterungspack. Natürlich jetzt hier momentan ganz neu und ganz heiß drauf, das hier um mir anzugucken noch mehr. So möchte ich auch ein bisschen mehr reingehen in diese Vintage-Richtung. Ich finde das total cool. Hab schon gesagt, ne? Das sind echt schöne Schränkchen auch. Auch hier diese Tische, ne? So ein bisschen mit Holz und mit... Ja, vielleicht können wir auch hier mehr da hinten so mehr diese Leseecke machen. Mit so einem Tisch davor und das Wohnzimmer irgendwie weiter rein noch ziehen in den Raum. Das müssen wir auch nochmal überlegen. Aber da gibt es so richtig schöne Schränkchen. Ach, die sind so goldig cool. So coole Schränkchen. Da gibt es ganz viele. Ja, so. Das muss hier wirklich so ein bisschen Landhaus-Flair noch bekommen. So eine Mischung ist gut, ne? Weil die Dinger, die sind nicht ganz so... Ne, altbacken, aber auch nicht wirklich, na, auf keinen Fall modern, aber nicht, ne, das passt so holzmäßig zu den Fenstern dazu, finde ich echt cool. So, hier mal gucken, ob wir das nicht vielleicht sogar nach unten ziehen uns. Weil, das ist schon ein Highlight, ne, wenn man sich das so anlehnen kann. Vielleicht können wir da unten auch so eine Art Sideboard machen, wobei es jetzt hier ganz gut passt. Dass das hier so in der Nische drin sitzt, das Ding. Und wir hier echt so eine komplette Fensterfront hier haben. Das ist echt schön. Richtig, richtig schön. Da kann man hier in alle Richtungen gucken. Wow. Wow. Bam. Oder wir machen diese Fenster da weg und holen uns, da gibt es auch andere. Nur Fenster mischen ist immer schwierig. Eieiei, aber die sind auch so toll, ne? Daniel kann sich nicht entscheiden. Das sind
auch so tolle Fenster. Gerade diese schön großflächigen. Wieso gibt es die denn nur auf dieser Höhe? Wieso gibt es die nicht auf dieser Höhe? Ich hätte gern so ein großes Ding hier. Na, so hoch. Das hier größer. Wenn man das nämlich vergrößert weiterhin, dann ist es, dann ist die Scheibe vergrößert sich nie mehr. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich guck's mir nochmal an mit den anderen Fenstern. Das hat halt schon was mit dem Licht gleich, ne? Ich glaube, wir machen das einfach so. Oder wir machen in dem Erker andere Fenster. Wobei die eher im Erker sind, die eher großflächig, ne? Das ist dann eher so das Ding von so einem Erker-Dings. Die eher großflächig dann sind. Müsste man natürlich auch die weiße Variante nehmen, sieht gleich ganz anders aus. Aber so von der Idee her, wenn wir da oben noch was reinpapseln, gut, das wird auch wieder schwierig wegen der Form, aber so eine Art Bücherregal oben rein machen oder ja, irgendwelche Vorhänge da drüber hängen, das könnte schon was werden. Könnte schon das her. Das ist auch so ein schönes Schränkchen. Gibt es echt tolle Sachen, da muss man schon sagen. Es ist schon sweet hier. Schon sehr sweet. Sehr sweet hier. Alles schön gemacht. Ja, ja. Ich bin noch ganz unentschlossen. Ihr merkt das sicher auch, ne? Das ist noch so eine Findungsphase. Aber es soll ein bisschen spezieller aussehen und nicht so lahmarschig. So hoch, da bringt es ja auch nichts. Das ist ja gerade das Schöne, ne? Wenn man hier sitzt und dann so ein bisschen rausgucken kann. Und diese Lampe, ne? Eieiei. Oh, die müssen wir mal gucken, ob wir die nicht vielleicht sogar... Also gibt es auch so pastellartige. Oh, wieso ist sie jetzt wieder schwarz? Ich will die doch nicht schwarz machen. Daher probiert mal was aus. Sollen wir noch einen Kamin machen oder so? Da haben wir auch so einen richtig, richtig tollen Kamin. Der ist Wahnsinn. Der ist echt Wahnsinn. Ja, aber Kamin ist hier in dem Haus eh total kritisch, ne? Ist halt ein bisschen eine Wärmeumgebung. Da hat man nicht unbedingt so einen fetten Kamin. Legt eher Wert auf was anderes. Und das finde ich jetzt wieder fast zu kitschig, ne? Also das ist mir wieder zu... Das könnte vielleicht hier im Flur irgendwo noch stehen oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber, oh ja, außen war auch hier gewünscht, die Dinger hier zu nehmen, statt den anderen. Probiere ich mal aus hier. Strandkörbe passt natürlich richtig gut vom Stil. Gucken wir uns an. Aber der ist mir wieder einen ganz kleinen, großen Ticken zu kitschig. Wir müssen da eine... Entweder den... Der ist schön bunt oder den hellen. Das passt halt jetzt auch wieder zum Boden, ne, dazu. Der passt aber auch, der ist mehr so outdoor-mäßig. Passt auch zu den Blumen mit dem Rosa und mit dem Lila und dann das, die gelbe Lichterkette. Wir nehmen den. Ja, das ist ein richtig schöner Strandkorb hier. Strandkorb. Finde ich gut. Sehr gute Idee, danke euch. Da weiß ich noch nicht, ob der da bleibt. Das lassen wir erstmal da die Ecke. Also ich mag es ehrlich, ich möchte, also die Challenge ist es auch hier, ne, muss ich so sagen, das eher dezent einzurichten. Also mit diesen Farbtönen eben zu spielen auch und da zu gucken, was da möglich ist. Das Beige wäre hier schon ganz praktisch oder so ein Lachs. Sowas passt auch ganz gut. Das passt wieder zu diesem... Erker-Dings. Wieder ein Zweier nur nehmen am besten, ne? Ja, ich nehme da mal einen Zweier. Und färb die mal ein. Wie machen wir die? Gab es da nicht noch eine Variante, die nicht so sehr zuhängt? War das dann schon die hier, ne? Müsste man das Fenster weiter verschieben. Das geht hier wieder nicht mit den Fenstern. Wir gucken mal in die Vorhänge rein. Das sind ja alle Vorhänge eigentlich, ne? Ja, ich möchte es eigentlich nicht so zugleistern hier. Also das ist mir wieder zu too much. Deko, Vorhänge, auf! Zeig mir mal was Tolles. Eieiei, nee, nee, nee. Die haben schon was. Aber die sind mir zu... Oder wir nehmen da echt andere Fenster, dass wir hier wirklich so Mittelfenster irgendwie nehmen. Und die dann so, weil die passen da jetzt so schön in diese Ecke da rein. Und wir können die Wand
Wenn man auf einer Seite Fenster ändert, dann ist das nicht so schlimm. Das ist wieder so ein Zweier. Wir brauchen eigentlich schon ein Dreierfenster oder ein einzelnes, was relativ breit ist. Ich mach die mal weg. Wir gucken mal, was wir hier haben. Na, sowas irgendwie, aber für die Mitte. Das hier, glaube ich, ja. Das ist schon passend. Passt, wie sieht das außen aus? Sieht gut aus, ne? Ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, ne. Gut, ist wieder auch ein Ticken. Ja, ein Dreierfenster, wie gesagt, ist eigentlich zu breit. Und ein Zweierfenster kriege ich entweder rechts oder links, aber nicht mittig. Nicht mittig, nee, 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 nee. Finde ich gut, finde ich gut. Und dann nehmen wir hier diese Beige oder die Lachsfarbenen. Ich finde die jetzt am besten. Könnt ihr damit leben? Ja oder nein, sagt es mir hier. Machen wir hier so ein paar Lämpchen, weil es so schön warm strahlt. Mhm. Die bleiben da natürlich nicht. Wir können auch hier uns überlegen, ob wir da eventuell eine Holztextur hinmachen. Da gibt es ja auch eine neue Holzfassade, wobei hier sowas auch schon ganz gut wäre. Dass man da nochmal diesen Strandhaus-Stil da irgendwie Holz, ne, damit reinbekommt. Wo ist denn die neue Tapete? Ich glaube, die ist hier irgendwo. Das ist die hier. Na, das wird wieder zu nobel. Ich möchte eigentlich nicht so... Schnörkelt schon, aber nicht, wow. Ja gut, die Tapete, die müsste eigentlich schon so bleiben, wie sie ist, ne? Hier in den Ecken und dann müsste man da eine Säule hinpapseln. Da können wir eine ganz schmale Säule nehmen hier Ach, sagt's mir doch, Zeit für Freunde, genau. Dass das hier abgeschlossen ist. Und hier... Muss noch mal gucken, ob wir da nicht vielleicht doch sowas nehmen, hier sowas. Bisschen weniger aufdringlich. Weil es mit den Fenstern stört hier. Wir müssen eine vollflächige nehmen. Zeig mir mal alle aus dem Hunde und Katzen. Da ist doch diese da. Genau, die wollte ich haben. So eine ganz simple vollflächige. Okay. Hat was. Bin mir noch nicht sicher mit den Vorhängen. Irgendwie finde ich die scheiße. Ich probiere noch mal was anderes. Und zwar die durchsichtigen aus Elternfreuden, die sind ziemlich cool. Die sind ziemlich cool. Ja, man muss da den Stil finden einfach, ne? Das ist nicht so easy. Das ist not so easy hier. Die sind nämlich nicht so aufdringlich. Ich hab's gern leichter hier. Das ist mehr so luftig, locker, floggisch. Hat was auf jeden Fall. Eieiei. Was haben wir denn noch? Ja, mit Vorhängen kann man sich wirklich tot suchen. Da gibt's ja auch so dezente, glaube ich. Gab's da nicht auch dezente irgendwo? Die haben die doch da, die haben jetzt fünfmal drin im Kaufmodus, diese durchsichtigen da. Manomero. Alligator. Ay, das ist echt schwierig. Wir müssten eigentlich schon bis zum Boden gehen, ne? Das ist, wenn wir die vergrößern, wie sehen die dann aus? Lass mich stehen, doch vergrößern. Jetzt mach nicht mal rum hier. Wieso geht es jetzt nicht? Der will es nicht vergrößern. Ist der Vergrößerungs-Cheat heute schon wieder buggy? Der ist manchmal buggy. Ich muss wahrscheinlich Move Optics eingeben. Baby-Punkt. Aber der ist, glaube ich, schon an. Das ist ja off. Will nicht vergrößern heute. Okay. Der Wurm ist drin. Guck mal, müssen wir das nochmal angucken. Keep it simple ist ja eigentlich meine Devise.
müssen wir außen die Bänke da platzieren natürlich auch. Na, ich muss mir das aber trotzdem nochmal kurz angucken. Das ist eigentlich nicht schön so, ne? Das ist schon. Die Fenster sind schon gut. Wäre da dann schon die ersetzt? Ja. Dann lassen wir jetzt mal. Was findet ihr besser denn? Variante fand ich jetzt am besten. Was sagt ihr dazu? Ich finde die am besten. Und ihr, bitte mal schreiben. Dankeschön euch. Ja, ohne das hier drumherum. Ohne da die Farbe zu ändern. Weil das passt jetzt auch mit den rosa Kissen. Und wir sollten ja schon diesen Stil auch beibehalten. Von diesem, ja. Ja, ja, doch, das ist gut so. Alright, let's go, let's go. Diesen fetten Schrank vor das Fenster zu stellen, ist eigentlich auch nicht so gut. Wobei das Fenster ja in der Mitte ist. Ja, 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 ja. Wir könnten das echt noch erweitern, indem wir das hier auch so machen mit diesem Zeug. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Das möchte ich mir jetzt mal ausprobieren, wie das denn aussieht. Wenn wir den nämlich, mach den mal hier weg, weil das passt schon zu diesem Stil auch dazu. Das ist schon, ja. Das ist schon auch passend, nur hier ist es echt schwierig, weil das Ding ist natürlich dann hier, das müsste eigentlich so dann so ganz flach sein, dass es hier erst rausguckt, weil nach hinten da wieder nach unten zu gehen, also hier so ein Türmchen zu haben, ist eher untypisch. Das können wir noch erweitern, das ist kein Problem, aber das müsste dann wirklich so flach sein und dann weiß ich nicht, ob es gut aussieht. Fand ich das andere jetzt viel besser. Ja, wir machen das andere, das ist besser. Natürlich wäre dann unten auch der Raum anders, wenn ich das so machen würde. Aber dann lassen wir das. Machen das Dach wieder weg. Was packen wir in die Nische rein? Da ist so eine tolle Nische. Also da passt auf jeden Fall was für Hunde rein und für Katzen. Das ist eine tolle Sache. Und wir können da auch die große Fensterfront hier machen. Wo ist die Dreier? Die Dreier-Fensterfront, ne? Die geht nicht bis zum Rand. Das ist immer ganz schön bei diesen Fenstern jetzt, ne, dass die nicht so breit sind. Dann sieht man diese Säulen noch. Und natürlich machen wir die auch weiß. Und das passt ja auch dann. Ne? Das ist ganz gut. Ja, das ist ganz gut. Und da können wir jetzt... Was machen wir denn da rein? Also da können wir echt so eine Katzen- oder Hunde-Ecke reinmachen. Das finde ich so eine schöne Nische für sowas eben. Hier muss irgend so ein tolles Sideboard hin. Und hinten machen wir, würde ich schon, ja, das finde ich hier richtig toll. Wenn man schon Katzen oder so hat, dann kann man hier jetzt den Katzenbaum reinstellen. Das passt hier natürlich auch richtig gut dazu. Ich glaube, die gibt es auch in so schönen, ne, leichten Farben, habe ich das Gefühl. Ah, hier gibt es sogar ein Rosa, guck mal an. Oh. Dadje, was machst du schon wieder? Alles doch rosa. Das Gelb ist auch total toll. Das stimmt, da habt ihr echt recht. Da müssen wir wirklich mal was machen damit. Die kriegt hier nochmal einen Katzenbaum. Ich verspreche es euch. Wir machen ein schönes gelbes Zimmer nächstes Mal oder so. so einen kleinen nehmen wir da dafür, ne? Oh, das ist richtig toll. Das machen wir dann hier in das Zimmer rein. Das ist richtig schön. Also schöner Kontrast. Die passt auch zu diesem Gelb dazu. Das ist genial. Okidoki. Ja, da müssen wir eigentlich sonst sowas rein. Man kann die Katze ja sogar aus dem Fenster rausgucken. Die Schlingelkatze hier. Dann haben wir hier nochmal so einen zweiten dazu, in der Hoffnung, dass du alles benutzen kannst. Dann haben wir da nämlich die richtige Katzenecke. Oder wir machen das so. Da ist natürlich, ne, die Ecke besser, weil das mehr so hier der Schwerpunkt ist. Und wir können dann das so ein bisschen lockerer machen. Und da hinten, da können wir nochmal so einen einzelnen reinmachen. Oder ein Katzenklo. Das ist mal ganz gut, wenn die so aufgehoben sind hier, ne? Da würde ich jetzt aber fast schon, das ist mir fast schon wieder zu... Oh, das ist auch so ein zu technisch. Aber das finde ich gut jetzt, ne? Das ist auch wieder so ein grünlicher Ton. Sollen wir das Bläuliche lieber nehmen? Das ist mir fast wieder zu langweilig. Das Weiße, das passt natürlich auch, aber unten mit diesem krassen Pink. Ja, ich lasse mal das. Wir mischen hier irgendwelche Farben. Wir nehmen dann auch nochmal einen Futternapf. Da kriegst du auch einen schönen weißen hier dazu. Können wir
Ja, das ist unsere Katzenecke. Die kriegt hier nochmal die Säcke auch. Wo ist denn das? Wo sind die Säcke? Wo sind denn die Säcke hier? Oh, das ist auch schon ein schönes Ding. Das können wir hier zum Spiel-Area machen wir dahin. Machen wir hier das Spielding hin und da auch den Napf. Das passt viel besser, weil dann ist der nicht so vor dem. Ich mache mal zwei Schüsseln. Oft hat man ja Milch oder ne Wasser. Und ja, ich finde das irgendwie cooler, wenn das zwei sind. Die sind alles so kitschig wieder. Sollen wir doch die anderen nehmen? Die sind schon schöner, ne? Da gibt es auch dezent rosa. Das passt vom Ton hier, ist aber auch wieder zu grell, ne? Aber das ist schon eher dieser Stil auch. Komm, dann machen wir einen so und einen so. Das ist der teure Futternapf. Und ja, das Deckchen ist natürlich auch perfekt hier, ne? Das müssen wir 1AA. Da müssen wir 1. Die Katze liegt hier hinter der Couch. Irgendwie müssen wir sowas machen. Also das ist schon... Ich sehe das auch so als Katzenhaus, dieses Haus. Also nicht als, auf keinen Fall als Hundehaus. Ich weiß auch nicht, warum. Ist halt so ein bisschen schnörkeliger, ich weiß auch nicht. Oh, die Farben, da kriegt man ja einen Krampf. Das passt gut. Das ist perfekt, ne? Es ist das Beige vom Teppich wieder aufgegriffen und wir haben das Bläuliche ein Stück weit drin. Ich muss da hinten doch das Ding irgendwie weiß färben. Das geht mir mal voll gegen den Strich hier. Oder blau ist besser. Wo machen wir dich hin jetzt? Wo machen wir dich hin? Ich glaube, ich ziehe das ganze Wohnzimmer noch weiter. Du kannst hier vor dem Fenster schlafen. Da freut sich die Katze. Da kriegt sie schön Wärme ab und so. Und das ganze Wohnzimmer muss ich irgendwie noch weiter reinziehen. Das ist mir zu eingeengt da hinten einfach. Das ist mir zu, ne, gedrängt. Gedrängt hier. Und die Lampe hier, weg damit, ne. Vielleicht haben wir da nochmal... Ist mir auch zu weihnachtlich irgendwie. Ich verbinde mit der Lampe irgendwie immer Weihnachten. Ich kann mir auch nicht helfen so ganz. Ich mache jetzt hier mal die Lampen rein, damit wir mal Licht haben. Ein bisschen mehr. Und ach ja, das ist doch gut. Oder wir lassen die da hinten in der Nische rumschlabbern. Haben wir nicht noch irgendein großes Objekt für die Katzen? Was so... Ja, Katzen. Katzenecke, irgendwas. Ich wollte doch jetzt eh. Tiere. Ich wollte doch jetzt eh, ist das nicht das gleiche? Ich wollte doch jetzt eh nochmal so eine. Gut, da drüben wäre natürlich auch gut, wenn wir da das Katzenklo. Und da drüben haben wir die. Es wäre halt schon, also mitten in der Bude ist halt hier schon. Ja, dass wir hier das mehr so reinmachen. Dann hat die da auch genug Platz, die Katze. Wir werden da sogar noch Zeitungen da drunter, Sim-Nachrichten. Die gibt es, glaube ich, sogar in so einem Beige. Gut, das sieht eher pissig dann aus. Nee, ne? Kratzer an der Wand. Oh, das ist auch witzig. Bisschen was Benutztes, hm? Und... Ja... Ja, was können wir denn da noch machen? Versorgungsmäßig. Vielleicht können wir da irgendwie sowas noch machen, dass man da nochmal irgendwie so ein Schränkchen hat. Oder da ist noch so ein Spielzeugwedeldinger da irgendwo unterwegs. Oh, sind auch wieder alles so kitschig. Die sind noch kitschiger, ne? Aber der passt besser zum Rest hier vom Haus. So ein Spielzeugwedel. Können wir da noch so ein bisschen so eine Ecke reinmachen. Oder wir machen da hinten, da gibt es auch diese Futtersäcke. Wo sind die denn jetzt? Das sind sie doch. Wir machen hier noch so Futtersäcke rein. Kann auch Katzenstreusäcke können das auch sein. Wenn man es gut meint. Boah, die haben ja eingekauft hier für 5 Jahre. Ja, die setzen sich ab. Das ist doch ganz süß. Da haben wir da so eine schmutzige Ecke, sag ich mal, und da drüben dann eher die saubere Ecke. Und da auf die andere Seite muss irgendwie noch ein Schränkchen an die Wand. Da möchte ich so ein ganz schmales Schränkchen haben. Da gucken wir jetzt mal rein. Oberflächen. Ein Sideboard. Die sind, glaube ich, hier mit dabei. Da muss sowas, ja, sowas da. Was haben wir denn da?
kein weißes. Jetzt ernsthaft mal. Wieso macht ihr keine weißen von diesen Dingern? Weiß, ne? Standard. Sollte man meinen. Daniel richtet das Wohnzimmer ein. Eieiei. Dann nehmen wir so eins. Das passt hier am besten dazu. Haben wir zwar keine. Ja. Und in die Ecke, da muss... Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Pflanzen. Das ist sehr gut. In diese Ecken können wir richtig schöne Pflänzchen reinstellen. Da wird sogar sowas richtig gut reinpassen. Oder ist das zu wenig beachmäßig mit Sonnenblumen? Hat auf jeden Fall was. Nimmt ein bisschen auch dieses Kleine da raus, ne? Diese Kanne. Das hat schon was. Die sind mir ein bisschen zu schwer, glaube ich. Die passen auch nicht von der Farbe. Mm-mm. Oh ja, da können wir sowas. Das ist auch so ein Kitsch-Element. So eine Palme ist natürlich perfekt, ne? Kommen wir mal zu Palmen rein. Das passt viel besser. Wir holen uns die Palme nach innen hier rein. Auch, ja. Das ist ein schönes. Vielleicht können wir sogar da hinten noch eine hin. So vor das Fenster, irgendwie so halb. Brauchen viel Licht. Und da können wir das ins Eck rein. Ne? Das ist so eine Vase, wo man gleich weiß, hey, die steht keine 5 Minuten, wenn ich die da hinstelle. Dann hat die Katze sie gekrallt. Mhm. Ja, wir haben ja auch noch genug Wandfläche für Bilder und so. Ne? Also da gibt es dann auch noch was für unsere Tiere. Tiere. Schöne Plakettenpark voraus, die habe ich ja gar nicht gesehen. Also da gibt es ja auf jeden Fall auch noch diese Pastellbilder. Puh, also die sind richtig cool. Die sind, also das weiß ich immer noch nicht mit dem Kamin, das müsst ihr mir mal schreiben. Die sind richtig cool, die passen jetzt aber auch wieder nirgends hin. Ja, das ist wieder so richtig typisch Daniel. Richtet ein schönes Haus ein und macht keinen Platz hier für die Bilder. Das sind echt die hammergeilsten Bilder ever. Die müsste ich auf jeden Fall hier irgendwo mit rein. Da gibt es auch richtig schöne Pastelltöne. Ne? Ihr seht es hier, es ist so cool. Es ist wirklich so cool. Die da, die sind hier neu. Was haben wir denn da? Da haben wir 5 verschiedene Arten. Sowas könnte man auf jeden Fall hinhängen. Das ist ganz nice. Das da, ne? Passt hier ganz gut dazu. Gut, vom Rahmen her vielleicht nicht so ganz, aber ist okay. Haben wir da denn noch? Das hier ist ja auch so toll. Das können wir auch verkleinern, falls wir das irgendwo noch hinhängen wollen. Obwohl, ich würde jetzt da auf der anderen Seite das gleiche Ding hier nehmen, nur ein bisschen anders. Also das gleiche, vom gleichen Set. Hat man da noch was an der Wand? Mhm, weil das ist auch so eine Außenwand, die sieht man auch ständig, deswegen würde ich das ganz gerne da machen. Mhm. Katzenklo. Ich mache das mal, glaube ich, so eher. Die Versorgungsecke ist noch ein Stück verrutscht. Ja, das sieht man da nicht gleich so, ne? Man soll ja nicht gleich das Katzenklo sehen, wenn man reinläuft. Oder? Wäre schon witzig. Und da hinten die Nische, die finde ich toll für die Katze. Da würde ich am liebsten hier noch irgendwie Katzenspielzeug in diese Schränkchen da reinräumen oder so. Wenn wir das noch machen, so als Deko natürlich, ich glaube, da können die nicht ran dann. Ah, das schwebt auch ein Ticken in der Luft, aber das können wir trotzdem machen. Der Mäuseball. Und nochmal so ein Wedeldings da. Ja. So. Das wäre auch cool, wenn man da sowas machen könnte, ne? Dass die da so drin da liegen und so. Aber das geht leider nicht. Also es geht schon, aber die liegen da nicht drin. Nee, der ist auch schön. Das ist auch ein Kratzbaum übrigens, ne? Ich sag's immer wieder hier, das ist auch ein Kratzbaum. Könnte man eigentlich hier so hinmachen, ne? Dass die nicht die Möbel ankratzen. Das wäre noch so ein kleines visuelles Highlight hier. Ne?
dass die da hier das Ding ankratzen. Kratz nicht meinen Couch. Kratz hier das Ding. Bist du abgelenkt. Gedanklich. So. Da können wir auch noch mal irgendwie sowas reinstellen, damit es auch wieder zu breit, ne? Ja. Ja, komm, das stellen wir mal da unten rein, oder? Das ist ihr nächstes Tierarztpraxis-Ding. Eieiei. Ach ja, das ist doch sweet. Das reicht auch schon. Das ist okay so. Ihr, euch fällt bestimmt auch noch einiges ein. Ich muss jetzt mal diese Kerzen hier wegmachen. Aber die haben so ein tolles Licht. Ich muss das hier mal ein bisschen mal angucken, mir, ob ich da nicht nochmal Farbe dieses Zimmer, ne? Ob wir die nicht ein bisschen mehr gelblicher noch machen können. Auch nicht so viel. Ich hätte das gern zum Mittel gehabt. Das ist echt fies irgendwie. Das ist voll fies. Ich hätte das gern zum Mittel gehabt. Ich mach mal nur ein paar Lampen dann. Farbe, dieses Licht und das machen wir jetzt ein bisschen gelb. Das ist da wirklich so ein Ticken Wärme noch reinkommt. Aber nicht pissgelb, weil sonst sieht es aus, wie wenn die Katze überall. Farbe, dieses Licht, pissgelb. Da kommt einfach mehr Wärme rein. Das ist wie in den Nachbarschaften hier in Oasis Springs auch alles so ein bisschen gelblicher natürlich. Und das möchte ich auch so ein Stück weit reinholen. Finde ich sehr gut. Ich kenne nicht mal einen Fernseher, die Armen. Ist doch wahr. Ist doch wahr. Hier machen wir auch noch so ein paar Upsandler. Ein paar Kratzer hin. Das wird doch ganz goldig hier, oder? So. So, wieder probiert hier was hinten rauszukramen. Wir können auch noch so ein Türchen da irgendwie hinmachen oder so. So eine Klappe. Die kommen da nicht raus, weil das ist keine Treppe, ne? Irgendwie sowas vielleicht noch. Oder was fällt euch noch ein? Den Esstisch müssen wir auch noch ändern, machen wir aber nächstes Mal. Ich bedanke mich für heute mal fürs Zuschauen. Das war's soweit, so far. Ich bin Daniel von SimFancy. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ihr kennt das. Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich kann es nicht erwarten, die wieder zu verschlingen. Ja, das ist mein Pastel Beach. Und nächstes Mal geht's weiter, wenn ihr mögt. Oder jetzt natürlich noch mit einem anderen Video eurer Wahl. Bis dann, macht's gut. Ciao.